Gut, wir treffen uns heute mal in Lingenthal, dort wo wir schon die Espresso-Geschichte aufgenommen haben. Und wir haben heute einen besonderen Gast, Professor Dr. Michael Notnagel. Das Besondere an ihm ist, dass er ein großer Wissenschaftler ist und bei mir zur Schule gegangen ist in den Klassen 5, 6 und 7. Ich wusste damals schon, dass er ein großer Mathematiker werden wird oder dass er so viel mathematisches Verständnis hat, was für mich nicht ausreichend sein wird, dass ich da rankomme. Ja. Und wir werden ihn heute mal fragen, was er unter mathematischem Denken versteht und wo er Mathematik in ihrer Rolle in der Schule sieht. Unser Blog heißt ja Mathematisch Denken und jetzt haben wir einen Spezialisten da. Gut, Michael, vielleicht erklärst du uns mal, inwiefern du kompetent bist, über Mathematik zu reden. Ja, hallo erstmal. Also ich habe studiert. Ich habe Mathe studiert. Also deswegen glaube ich, kann ich da schon ein bisschen mitreden und ich verwende es auch im Alltag. Also ich habe Mathe studiert. Vielleicht erzähle ich einfach mal, was ich bisher gemacht habe in meinem bisherigen Leben. Die Mathematik studiert und mich auf Statistik spezialisiert im Studium. Und nebenbei, damit das nicht ganz so trocken wird, sondern dass man das auch in die Anwendung tragen kann, habe ich im Nebenfach Biologie studiert. Also ich hatte sozusagen nie das Ziel, in die reine Lehre einzusteigen und die 25.000ste Zahl zu entdecken, sondern ich wollte es gerne immer, was ich gelernt habe oder studiert habe, auch anwenden. Und das habe ich dann mit diesem Hintergrund bin ich dann in die Genetik gedriftet. Es liegt einerseits daran, weil es ein interessantes Fach ist. Es liegt aber auch daran, dass es immer noch ein Fach ist, was sehr expandiert in den vergangenen zwei Jahrzehnten und eigentlich immer noch weiter expandiert. Ja, und also diese Kombination von Statistik und Biologie ist eigentlich eine sehr fruchtbare, weil auch in den letzten Jahrzehnten immer mehr Datenmengen, Datenmassen produziert werden. Datenmassen der einen oder der anderen oder auch fünf verschiedene Arten. Und wenn man viele Daten hat, braucht man letztendlich Statistik. Also die Idee, dass man vielleicht Naturwissenschaft betreiben kann und ein kleines Experiment macht, das gibt es immer noch, aber zu großen Teilen ist heute Biologie auch einfach eine Massenwissenschaft oder Teil der Biologie, vor allem die Genetik und die verwandten Bereiche, eine Massenwissenschaft. Und da brauche ich Statistik, ich muss große Datenmengen analysieren. Es ist vielleicht vergleichbar mit der Physik, die am Anfang auch mit kleinen Experimenten, mit Äpfeln, die von Bäumen fallen, angefangen hat. Und dann gab es irgendwann die Experimental-, Nuklearphysik, statistische Mechanik, wo es auch darum geht, dass man sozusagen nicht mehr auf das einzelne Objekt guckt, den einzelnen Apfel, sondern man hat dann Millionen von Äpfeln und guckt, wie die sich in ihrer Gesamtheit verhalten. Wenn man jetzt Mathematik und Denken zusammenbringt, also mathematisches Denken ist ja sozusagen unser Hauptgebiet in dem MOOC, was würdest du sagen, was macht denn statistisches Denken aus? Statistisches Denken. Also Statistik ist zuallererst erstmal Teil der Mathematik. Wenn es das nicht ist, dann hat man, glaube ich, schon ein Problem. Also vielleicht fange ich erst mit der Mathematik an. Mathematisches Denken, denke ich, ist vielleicht gekennzeichnet durch mehrere Sachen. Das erste ist, dass man die Fähigkeit hat, sich das Sachen auf Wesentliches zu reduzieren, auf wesentliche Dinge. Das zweite ist natürlich logisches Denken, braucht man natürlich auch. Und das dritte ist so eine gesunde Skepsis, dass man Sachen nicht einfach glaubt, weil sie irgendwo geschrieben stehen oder einem gesagt wurden, sondern dass man auch so eine Sachen verstehen muss, nachvollziehen muss und selbst verstanden haben muss. Vorher darf man es nicht glauben oder glauben, dass man es weiß. Und Statistik ist, da kommt vielleicht noch der Mut zur Unsicherheit hinzu, dass man da sagt, ja, ich kann nicht alles wissen, ich kann nicht alles genau wissen, es ist nicht alles vorherbestimmt, ich gebe mich mit generellen Trends oder ich gebe mich mit Teilaspekten zufrieden. Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch? Auf der einen Seite sagst du Mut zur Unsicherheit, auf der anderen Seite sagst du, okay, mathematisches Denken, das ist echt begründen, Deduktion und so weiter. Ich hatte meine Probleme mit der Statistik, mit der Stochastik, kam bei mir nicht so gut an. Das hat sich bis in die heutige Zeit gerettet. Was sagst du, Gott würfelt nicht und trotzdem deduktiv?
Naja, also ich könnte jetzt sagen, Gott würfelt nicht, aber ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, ob Gott existiert. Also da glaube ich mir keine richtige Meinung zu. Tja, was soll man darauf antworten? Mathematik ist letztendlich, also ein Freund von mir hat das mal gesagt, Mathematik ist zuallererst erstmal Spielerei. Man hat abstrakte Objekte, man spielt mit denen, man kann gewisse Gesetzmäßigkeiten zeigen und das ist in der Statistik eigentlich nicht anders. Und dann kommt der Schritt, hat dieses Spielzeug irgendwas mit der Realität wirklich zu tun? Und wenn man gute Spielzeuge entwickelt hat, bewiesen hat, dann haben die überraschenderweise dann doch häufig was mit der Realität zu tun. Also auch, es gibt ja, also wenn man jetzt sich Geometrie anguckt, ein Dreieck, es gibt kein perfektes Dreieck, es gibt immer Abweichungen, die einfach eine Linie, eine gerade Linie, wenn man sich den Horizont ansieht, es ist, sieht aus wie eine perfekte Linie, aber es ist keine perfekte Linie. Das heißt, dieses Modell, dass ich eine gerade Linie habe, ist eigentlich eine Abstraktion und ist so in der Realität nie gegeben. Also Geraden existieren eh bloß in unserer Vorstellung. Ja. Nicht? Ja. Also man stellt sich diese Objekte vor und irgendwie haben sie aber doch was mit der Realität zu tun. Ja, also sie sind im Prinzip eine Beschreibung der Realität, die irgendwie gut genug ist, dass man damit arbeiten kann. Und das ist in der Statistik eigentlich letztendlich nicht anders. Also ich nehme zum Beispiel eine gewisse Verteilung, gerne mal die Normalverteilung an, wo ich auch weiß, dass die nie in der Realität gegeben ist. Aber es ist, wie sich in den 100 Jahren gezeigt hat, in den letzten, ein sehr fruchtbares Hilfsmittel, um viele Sachen zu beschreiben. Ja. Kannst du das mal ein bisschen konkreter machen, was ihr dort so an konkreten Erkenntnissen gewinnt in Bezug auf die Realität? Also Mein Feld heißt jetzt nicht überraschend statistische Genetik. Da decke ich im Prinzip verschiedene Sachen ab. Also ich arbeite zum Beispiel zu großen Teilen in der genetischen Epidemiologie. Das heißt, ich benutze statistische Methoden, um genetische Ursachen für Erkrankungen beim Menschen aufzuspüren. Da kann man verschiedene Verfahren anwenden, verschiedene Klassen von Krankheiten betrachten und so weiter. Aber da geht es zum einen Ansatz ist zum Beispiel, dass ich mir Familien nehme und gucke, ob bestimmte genetische Eigenschaften mit einer Krankheit durch den Stammbaum segregieren, mit vielleicht einer gewissen Erkrankung, wo ich dann daraus schlussfolgere, dass wahrscheinlich dieser genetische Faktor oder irgendwas in der Nähe dieses genetischen Faktors mit der Krankheit zu tun hat ursächlich. Oder ich nehme mir sehr viele Kranke, sehr viele Gesunde und gucke retrospektiv, wie unterscheiden die sich denn in ihren genetischen Anlagen? Kann man da vielleicht eine Schlussfolgerung ziehen? Ein zweites Betätigungsfeld ist die Populationsgenetik bei Menschen. Das heißt, wir haben ja alle eine gewisse genetische Ausstattung. Wie ist die entstanden oder wie ist die Vielfalt bei Menschen mit genetischen Merkmalen? Was auch ein sehr interessantes Thema ist, nicht nur, weil es vielleicht unsere genetische Vielfalt erklärt, sondern weil es indirekt auch ein Hilfsmittel ist, um zu beschreiben, wie Menschen sich über den Planeten zum Beispiel ausgebreitet hat. Also in unseren Genomen ist es oft, findet man noch viele Spuren, die eigentlich gut beschreiben oder Hinweise darauf liefern, wie der Mensch sich ausgebreitet hat und auch andere Ereignisse, ob es vielleicht mal eine große Hungersnot gegeben hat oder so. Eine dritte Sache ist auch das sogenannte forensische Statistik. Das heißt, also das bekannteste ist so der genetische Fingerabdruck. Also wenn ich jetzt einen Tatort habe vom Gewaltverbrechen, dass ich mithilfe von genetischen Spuren vielleicht eingrenzen kann, wer sich zu diesem Zeitpunkt am Tatort aufgehalten hat, also eine Art Verdächtiger sein könnte. Es gibt mittlerweile auch Bewegungen, dass man sozusagen anhand des genetischen Materials versucht vorherzusagen, wie war die Augenfarbe, wie war die Haarfarbe, wie war die Hautfarbe, sodass man sozusagen der Polizei Hinweise geben kann, wonach sie suchen sollten. Es ist kein Beweis, es ist aber sozusagen eine zusätzliche Evidenz wie ein Fingerabdruck. Mit Mathematik auf der Spur von Verbrechern sozusagen. Ja. Super. Ich bin da sehr weit von entfernt. Aber also es ist erstaunlich, wenn man jetzt sozusagen so abstrakte Modelle wie Normalverteilung oder Likelihood Ratios, Likelihood-Quotienten hat, dass die sind ja erstmal irgendwo Spielereien oder man kommt nicht auf die Idee, wofür die eigentlich nützlich sind. Und dann sind die manchmal
haben die manchmal eine sehr reale Anwendung. Aus deiner Sicht als Mathematiker jetzt der Blick auf den Schulunterricht. Was würdest du sagen, wie sieht aus deiner Sicht der ideale Mathematikunterricht aus? Hm. Müsste da auch mehr gespielt werden vielleicht? Oder? Ja, zunächst muss ich sagen, also ich glaube, ich hatte erstmal Glück mit meinem Mathematikunterricht. Also ich hatte in den ersten 4 Jahren in der Grundschule eine sehr gute Lehrerin. Ich hatte dann den 3 darauffolgenden Jahren, muss ich mal die Blumen zurückgeben, einen sehr guten Mathelehrer. Also ich habe das, also ich komme aus Ostdeutschland, aus der DDR, und ich habe das damalige DDR-Mathematikbuch zu großen Teilen nicht gesehen, was wirklich ein Vorteil war, glaube ich. Ich glaube, also Mathematik muss anschaulich sein. Wesentlich ist immer, dass man die Motivation irgendwie hält, dass man die Leute interessiert. Und da ist Spielen oft eine sehr gute Idee, dass die Leute sich damit auseinandersetzen können. Und die Anschaulichkeit sollte vermutlich auch immer wieder gegeben sein. Weil viele, ich würde sagen, die meisten, wenn nicht alle Menschen, eigentlich doch über Bilder denken, weniger an Formeln, und dass man Sachen im Verständnis über Bilder besser transportieren kann, als wenn man jetzt einen abstrakten Beweis macht. Ich glaube, den meisten Menschen sagt das nichts. Würdest du sagen, als Mathematiker denkt man in Bildern? Ich ja. Ich weiß nicht, was die anderen machen, aber also ich denke oft in Bildern, ja. Ja, bei vielen ist es so. Ja, ja. Es wird ja immer fälschlicherweise angenommen, glaube ich, dass Mathematiker in Symbolen denken, aber es ist gar nicht der Fall. Es ist ja im Prinzip eine Art von Bild. Mhm. Also ich denke mal, Problemlösungen, jetzt nicht nur einfach mathematische Beweise, sondern auch Sachen, wie man vielleicht Daten zum Beispiel in der Statistik modelliert, was man da annimmt, das passiert, glaube ich, oft über Bilder. Nun ist es nicht jedem gegeben, sich so mit Mathematik auszukennen. Gegebenenfalls gibt es Leute, jemand, der sich als Philosoph bezeichnet, Herr Brecht, meint, Mathematikunterricht brauchen wir überhaupt nicht mehr. Was ist da deine Meinung? Oder nur für Leute, die so begabt für sind, die Spaß dran haben, der Rest braucht keine Mathematik. Naja, ich sag mal so, es ist ein freies Land, kann jeder seine Meinung haben, aber also Mathematik ist vielleicht das kleine, dreckige Geheimnis der Mathematik, aber Mathematik ist wirklich zentral für die heutige Gesellschaft. Weil egal, wohin man guckt, es gibt Massen von Daten. Es gibt Massen in der Daten von in der Biologie, Genetik, es gibt Massen von Daten im Verkehrswesen, es gibt 80 Millionen Deutsche. Und überall steckt die Mathematik irgendwo mit drin. Und Steuerungsprozesse von Maschinen, alles, überall steckt die Mathematik mit drin. Das ist, also Mathematik ist ein wesentlicher, ein zentraler Bestandteil dieser Gesellschaft. Und zumindest da ein Grundverständnis für zu haben, glaube ich, ist sehr wesentlich. Klar, Mathematik ist gut, wenn man irgendwie das Wechselgeld im Supermarkt zählen will, aber es gibt wesentlich wichtigere Aspekte davon. Und zum Beispiel, also nehmen wir Prozentrechnung, also wenn ich eine Steuererklärung abgebe und ich kriege einen Steuerbescheid wieder, dann möchte ich den vielleicht nachrechnen. Ich kann ja nicht immer im guten Glauben darauf vertrauen, dass alle anderen das richtig machen. Ich muss in der Lage sein, das selbst zu kontrollieren. Das heißt, ich brauche Mathematik eigentlich überall. Und wenn ich das nicht kann, dann ist das so eine Art Analphabetentum. Ist Mathematik sozusagen ein wesentliches Element eines selbstbestimmten Lebens? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Mathematik als wesentlicher Teil eines selbstbestimmten Lebens. Wir haben heute ganz viele kleine, dreckige Geheimnisse. Ja, genau. Okay, ja, herzlichen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Extra aus Köln.